Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein leckeres Pita-Rezept mit Knoblauchwurst und Käse. Ein Rezept hatte ich euch gezeigt, das ist wiederum ein anderes und komme zu den Zutaten dazu. Für den Teig habe ich 200 ml lauwarme Milch, 200 ml lauwarmes Wasser, 200 ml Öl, 1 Esslöffel Salz, 1 Esslöffel Zucker, ein Ei, ein Würfel frische Hefe und Mehl. Ich werde dann so ungefähr 900 bis 950 Gramm Mehl nehmen. Ich gebe erstmal alle flüssigen Zutaten mit der Hefe und Zucker in die Rührschüssel hinein. Werde das so ungefähr 10 Minuten gehen lassen. Dann gebe ich das Mehl hinein mit dem Salz und bereite den Teig vor. Ich gebe auch das Ei hinein. Jetzt gebe ich nach und nach das Mehl hinein und Salz und bereite den Teig vor. Zwischendurch könnt ihr eure Hände mit Öl bestreichen und den Teig weiter kneten, so klebt der Teig nicht an den Händen und auch nicht am Schüsselrand. Und wie ihr sehen könnt, ist das wirklich ein sehr schöner, geschmeidiger Teig geworden. Ich werde den Teig jetzt abgedeckt eine Stunde gehen lassen. Ich werde jetzt aus dem Teig richtig große Bällchen machen. Ich habe aus dem Teig richtig große Bällchen vorbereitet und werde diese jetzt mit Nudelholz ausrollen. Gebe erstmal ein bisschen Käse darüber und Knoblauchwurst. Und gebe wieder Käse darüber. Ich werde die jetzt mit Eigelb bestreichen, dann im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad backen. So ihr Lieben, das war's dann heute auch von mir. Meine Pitas sind raus aus dem Ofen. Die sind richtig super weich und lecker geworden. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept auch gefallen wird. Probiert das unbedingt aus, kann ich nur sagen. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.